einsetzen. Ich muss den Hubschrauber nur noch finden. Ja, wenn's weiter nichts ist, dann geht das ja. Okay, irgendwas, Beobachtungsturm, ich glaube, der große da hinten ist es. Insassen wurden neutralisiert. Achso, erstmal scannen. Ziel wurde getroffen. Haupt nicht vorhanden? Warum nicht? Soll es der da vielleicht? Wir nein. Haben mehrere Tote. Auch nicht. Was soll denn das? Ich kann fliegen. Ich würde gerne ausschalten, den PC, den Hubschrauber. Lärmabtastungen des Bereiches zeigen 15, korrigiere 17 Tote. Jetzt der da hinten vielleicht? Bereits gescannt, dann ist der da. Also der da. Mach den da. Der ist nicht außer Reichweite, der andere ist viel weiter. Dann geht halt mal weg. Mein Gott. So, ist mal noch da. Und scannen. Genau, der ist. Das ist er. Nein, ist er nicht. Alle Ziele erfolgreich bekämpft. Todeszahl in Sektor 1 bei über 100. Hammer. Ah, da hinten sind noch zwei Stück. Okay, und da sind noch 30. Die scanne ich mal ganz schnell. Was ist das da? Der ist da? Ist mir egal. Gut. Oh, ein riesiges Jokerzeichen. Cool. Ja, dann mal weiter. Weil wir haben sie. Wir haben ja Zeit. Wir haben ja noch 10 Minuten Zeit. Das geht doch noch. So, jetzt dann den scannen hier. Verbindung aufbauen und es ist der falsche. Ziel wurde getroffen. Super. So, dann. Joch, mal einfach mal. Ich muss jetzt halt weiter reiten. Weiter fliegen, nicht weiter reiten. Spawn. Und den richtigen Hubschrauber finden. Mehrere Insassen gefallen. Und das mache ich jetzt mal. Wer hätte das gedacht? Warum unterbrochen? Wer unterbricht das denn? Arschloch. Ja, dann scan halt mal den PC. X halten, was mache ich denn da gerade? Komm, X halten, ne? Etzer. Bitte. Mensch. Und der da? Mehrere Ziele neutralisiert. Große Anzahl von Leichen. Boah, dann gehe ich halt da hinten hin, mein Gott. Ich weiß, ich habe da unten welche vergessen. Ich habe da oben Hubschrauber vergessen, ich weiß schon. Hey. Nee. Ach, die greifen mich an? Na, sowas? Wer sagt mir jetzt das, dass sie mich angreifen? Hab unsere Trophäe im Auge. Aua, Zivix, geh weg jetzt da! Mein Gott, Raketenstart geortet. Nein, haben sie nicht. Verdammt, Zielperson verschwunden. Ja, wo ist denn nur hin, die Zielperson? Und das ist der Richtige, komm. Ja, das ist der Richtige, nice. Ja, das ist mal geil. Dass das schon der Richtige ist, ja so eins. Das war alles geplant, von Anfang an war das geplant. Ich kann es jetzt verraten, dass es jetzt schon geplant worden ist. Ich habe den Code. Begebe mich zum Wonder Tower. Gut, yeah. Du tust das Richtige. Mit dem Code durch. Und wo ist das, der Wonder Tower? Na, wo ist er? Wo ist der? Ach so, der große Wonder Tower einfach. Durch einen Wachraum am Haupttor hineinkommen. Also, nee, das ist Wenn Talia etwas zustößt, sag Alfred, dass es seine Schuld war. Alfred ist scheiße. Wo ist jetzt bitte der... Ah, da ganz hinten, scheiße. Boah, ist er echt ganz hinten, ne? Na gut. 20 Insassen streichen. Ja, die schlachten weiter Insassen, das stört mich aber überhaupt nicht. Jetzt wurden aber auch die mobilen Wachen gestrichen anscheinend. Und ich bin gleich wieder geortet, wenn es so weitergeht. Und Batman sich nicht mal ein bisschen schneller bewegt. Nee, Batman ist toll. Passt schon. Gehen zur Basis zurück. Ja, genau. Also es ist jetzt nochmal leichter so ungefähr, weil es gibt keine mobilen Wachen, die mir jetzt mit ihren hässlichen... Oh, Batman-Zeichen! Epic! Die mich jetzt mit ihren komischen Waffen angreifen könnten, weil der Batman hat ja keine Waffen. Der braucht ja keine Waffen. Yeah, das ist grün! Oh geil, das ist grün! Okay, das ist cool. Oh, das sind lauter Fragezeichen. Yeah! Gut, das freut mich. Ich bin unglaublich schwer zu beeindrucken. Man merkt es, glaube ich, schon ein bisschen. Ja, doch schon. Und jetzt dauert das Spiel doch schon ein bisschen lange. Weil ich habe ja anfangs geschätzt. Ja, so weiß ich nicht, so ungefähr so hier. Ja, sagen wir mal hier so. Ja, fünf. Nee,
Was habe ich gesagt? 8 Stunden oder so? 8, 9 Stunden. Ich bin mal gespannt, wie es dann später wird, wenn es dann wirklich soweit ist. Dass ich halt dann sagen kann, ja, jetzt ist es zu Ende. Und so viel Spielzeit haben wir jetzt gebraucht. Da bin ich mal gespannt, ja. Wie kann ich beide ausschalten, ohne gesehen zu werden? Ah, ja, da haben wir den Freeze-Schuss. Dann mal den ausschalten von hinten. Wunderbar, Batman. Du hast es halt drauf. Mir gefällt das komische, ja, Eis-Ding ausschalten. Ach, bin ich hier noch nicht richtig? Doch, bin ich, oder? Ja, bin ich. Schön, SMS. Ah, gut. Wie komme ich jetzt hier rein? Mit dem vielleicht? Sehen. Ah, ich kann das hacken. Wunderbar, ich dachte, das geht nicht. So, dann noch hier ein bisschen rumdrehen und würdeln. Yeah, Schlaukopf. Genau, so sichert man ein Passwort, eine Tür ab, wo niemand reinkommen soll. Schlaukopf. Oh, Arkham. Alle Ziele bekämpft, ich wiederhole. Das war es eigentlich einfach, da einzudringen in das. An die Hauptbasis, in den Eingangskontrollbereich. Scheißdreckding. Warum geht die Tür nicht auf? Ah, da ist ein Fragezeichen. Ach so, ist das. Ach ja, erkennt man auch gar nicht. Schön. Dann, ja, so ist mal. Scheiß drauf, spür ich weiter. So, wo muss ich hier hin? Da ist ein Gegner. Gut, da ist eine Tür. Könnte ich hacken, mache ich aber nicht. Bin nicht so weit weg. Dann würde ich mal sagen. Ach, die sind gar nicht da. Dann klatsche ich mal einfach darunter. Weil ich könnte immer wieder hochgehen. Deswegen ist es jetzt nicht so schlimm. So, der eine hat eine Waffe. Geh halt nicht immer, du Arschloch, geh halt nicht immer da drauf, mein Gott. Batman, was bist du denn? Bist du ein Kind? Oder was? Kennt sich ja gar nicht aus, der Batman. Jetzt komme ich gleich zu den bösen, bösen Typen. Und der hat eine der Waffe, also. Der ist mir schon egal. Nicht nochmal! Sie befanden sich auf dem Weg zum unterirdischen Tunnelsystem. Ausgezeichnete Arbeit. Finde ich auch. Diese Tigerwaffen haben Betäubungsstöcke. Um mich zu schützen, muss ich sie von hinten angreifen. Von hinten angreifen. Leertes ausweichen und Schlag von hinten. Gut, das merke ich mir gleich mal. Ah, natürlich. Wehr dich nicht! Ja, runterklettern. Boah, ich hab doch hier auch noch. Zeig ihm, was wir mit Leuten machen, die abbauen wollen. Also. Jetzt erst den ausschalten und dann den anderen. Ist ja gar nicht so schwer eigentlich. Jetzt bei dem Beispiel hier war es nicht schwer. Es kommt bestimmt noch andere Sachen, wo es noch schwerer wird. Einen Schritt weiter, ja. Batman. Wir müssen reden. Und ich weiß, dass du deines Lebens nicht mehr froh werden würdest, wenn du diesen armen Mann auf dem Gewissen hättest. Ach, ist doch egal. Ich habe eine Frage. Vor meiner Ankunft war die... Na, sag ich doch. ...im Dreck unter... Hey, 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 hey. Gehst du weg? Lass erstmal den Typen da töten, ne? Wenn ich immer wieder angreifen kann, das stört mich doch. Der Batman sieht da Gegner und er muss jetzt zuhören, was der dumme Sack hier sagt. Ja. Ah, ich kann noch zwei machen, um das Ding wegzuziehen. Wunderbar. Ich habe ja alle Möglichkeiten der Welt, um hier schön die Gegner hier zu ein bisschen nicht zu töten, sondern bloß zu betäuben. Weil töten macht man nicht. Ich könnte einfach eine Waffe nehmen und die alle erschießen, mein Gott. P90 raus. Bam, rattern weg. Alle wegrotzen hier. Ja, ich bin am allen schuld, ja. Ah, der hat eine Waffe, das ist schlecht, okay. Schon bald werde ich mein Recht mit Yeah, noch ein paar. Okay, die haben Schlagstöcke, gut, das macht er erstmal. Waffe, Blitz, Scheiß, direkt gegen Schlagstöcke. Und dann, nee, Schild kommt zuerst vor Schlagstöcken, okay. Ja, komm jetzt. 2-2-2-2-2. Ich lass gar nichts voll, du Arschloch. Hat da einer eine Waffe aufgehoben? Nee, oder? Nee, gut. Also erstmal. Ja. Jetzt konnte ich gerade mein Ding nicht machen, mein Konter. Mein Combo-Ding, leider. Weil da einer wieder dabei sein musste, die hat gesagt, nee, also ich werde dich, block dich mal, du Arschloch. Ja. Au, Schild.
Und ich mag Batman viel lieber als die blöde Catwoman, obwohl er bloß eigentlich, weil halt Catwoman cool ist und Batman auch. Hätte ich wieder meine Kombo machen können. Scheiße. Batman. Also, Arschloch. So, jetzt muss man den Typen hier ausschalten. Dann den, der hat die Waffe aufgehoben. Niemand. Gut. Wow. Ich kann ja so viel Sachen drücken, hey. Leck mich am Arsch. Boah, da kommen nochmal welche. Klar doch, warum auch nicht? Ja, hier Konter. 1000 Konter machen. Yeah, Mann. Aber jetzt kommt doch keine hässliche Combo-Attacke. Sie fix. Die hat keine Waffe da. Geh weg. Nee, das wird nichts. Das sehe ich schon, hey. Weil ich habe jetzt verkackt und ja, ich probiere es zwar noch weiter, aber ob ich es halt schaffe. Nee, komm. Batman weicht nicht aus. Batman kann gar nichts. Die haben eine Waffe und ich nicht. Boah, ein Leben. Das kann ich. Komm, ich lass mich jetzt töten. Ne? Ja, da war schon der Schlag. Sie fix. Es war jetzt halt einfach, komm, es ist so viel, es waren jetzt so viele Gegner. Dass ich Ihnen überlegen bin, Wayne. Du kannst einen Scheiß, da kannst du dich noch nicht mal rasieren, du Arschloch. Mein Gott. Ey. Also hier ist das ein bisschen ein Ding, oder? Das war auch fies, finde ich. Da mich jetzt mit den 30 Gegnern hier mit 30 Waffen und 65 Schlagstöcken mit Elektrizität ein bisschen anzugreifen. Und ich habe einen Strohhalm. Und ja. Ich hätte lieber Talia gerettet, wäre bestimmt viel einfacher gewesen. Also erstmal, wo ist jetzt die Waffe? Ja, gib mal die Waffe her, du. Ich weiß jetzt, dass es schon da einer ist. Hab ich schon gesehen. Arschloch! Okay, am besten immer blocken. So, jetzt mache ich gleich einen schönen Konter. Boah, du Arschloch! Jetzt ist meine Combo weg. Sie fix! Hau, oh mein Gott, warum will jeder scheiße Sachen werfen? Und warum ist meine Combo jetzt weg? Ah, oh, ich verteidige mich ja gerade so schön. Toll. Geh weg. So, mit deinem hässlichen Scheißstock kannst du mich im Arsch lecken hier. Ja, jetzt ist besser. Auf jeden Fall, jetzt ist es schon besser. Der schaut schon besser aus. Ah, hätte ich wieder eine Kombo machen können. Ich drücke immer die falschen Tasten. Oh, Doppelkonter, Scheißdreck. Geil. Aber jetzt schaut das viel besser aus. Wo ist die Waffe? Ach, da ist die Waffe, okay. Nicht den Arschloch. Nicht den Arschloch. Geh weg, geht's. Der hat eine Waffe. Mein Gott, geh halt auf den. Batman ist so dämlich. Der kann ja gar nichts. Weil halt aber auch immer jeder die scheiß Dinger hier nimmt. Jetzt bin ich wieder tot. Was soll denn die Scheiße? Also das ist echt ein harter Kampf. Gut. Ich müsste ja mal einfach meine Kombo machen. Dann wäre es viel einfacher, das Ganze. Und die Kombo ist wieder weg. Na klar doch. Ich habe ja eh nichts zu tun hier. Von hinten mit dem Schlag. Ich bin jetzt wieder tot. Ey, komm, jetzt macht einer mal irgendeinen Scheiß und dann bin ich weg. Na, siehst du, ich bin bloß von einem Stück Fuß Käse getroffen worden, schon bin ich tot. Ist zu ihrer Grabstätte geworden, Wayne. Hab ich mal gehört, geh weg. Ah, ich habe noch meinen Dreier, meinen 3-3-Schnelltasten-Ding. Aber ich schaffe das auf jeden Fall jetzt, weil ich bin jetzt so kurz davor, das hässliche Spiel durchzuspielen. Und das wird auch gemacht jetzt, also auf jeden Fall. Ja, genau. Stopp bei Protokoll 10, mache ich gleich. Genau. Also da mal hier 5 da einzeln schmeißen den Typen. Da wo ist die Waffe? Gut, die ist. Nein, da ist die Waffe, genau. Dann 3 drücken, so. Ab 8 gibt's so einen coolen Konter, so ein Ausschaltding, okay. Au! Dann greif doch nicht den Typen mit dem Schlagstock an, Batman. Denk doch mal mit. Ja, gefährlich, Waffe ist gefährlich. Wow, Arschloch. Die Waffe hat jetzt der da hinten, gut. Okay, jetzt ist der weg. Boah, ich kämpfe hier gerade um mein Leben, hey.
falsch gedrückt, Sifix. Ja, aber jetzt ist es schon besser, finde ich. Arsch, nicht treffen lassen, Batman. Das ist ganz schlecht, Batman. Ganz schlecht. Ah, mal ausschalten hier ein paar. Das geht schon. So, der Anzugtyp ist weg. Das ist gut, denke ich. Und was auch noch? Wo ist die Waffe? Da hinten ist sie. Gib her. Ich will keine Rauchbombe werfen. Doch, ich will eine Rauchbombe werfen. Das ist eine gute Idee. Na, bitte niederschlagen. Ich weiß. Hey, niederschlagen, du Arschloch. Niederschlagen, Etzer. Boah, mein Gott, du Arschloch. Niederschlagen. Boah, kack mich halt an. Du dumme Sack. Gesicht vor hinten. Genau, und dann hier mal das Ding wegziehen. Den erstmal einfrieren, so ist richtig. Dann ausschalten, schön. Oder ich kriech vor ihm weg. Natürlich, das macht viel mehr Sinn. So jetzt, und so einfach geht die Scheiße. Mein Gott. Hast du das gesehen? Er hat sie alle ausgeschaltet. Natürlich habe ich das. Das ist zwecklos. Dark Knight. Ja, ich bin der dunkle Ritter. Wo muss ich hin? Ah, in den Kanaldeckel. Feuer und Schwefel auf diese Tiere lenken lassen. Einfach mal da reingehen, scheißegal. Ja, er labert was von Feuer und Schwefel und das könnte gefährlich werden, wenn man dann mal eben nicht gerade seinen Feuer- und Schwefelanzug dabei hat. Deswegen mal aufpassen. Das ist wichtig. Ach ja, das. Ich wusste, dass das da runter geht. Ah ja, scheißegal. Das wird Spaß, oder? Nee, da ist auch nichts. Wo muss ich denn hin? Gut. Nee, 8 brauche ich doch. Batman, denk mal mit. Da glänzt was rot. Ach nee, das war bloß das Regal. Ja, ich könnte eigentlich schon da runterspringen einfach, weil. Macht eh nichts. Oh, das ist jetzt echt complicated. Oh, Batman. Depp. Warum zielt ihr nicht, wenn ich sag zielen? Bestimmt, weil ich da raus muss. Nee, doch nicht. Schade. Nicht hängen. Ne. Ja, noch gut reagiert eigentlich. Wo muss ich... Ah, anscheinend muss ich noch da hinten hin. Ja, ja. Ah, klettern. Ah, wunderbar. Es gibt auch wieder so komische kleine dazwischen Fugendinge. So, also da könnte ich hin, glaube ich. Muss ich aber nicht, hoffe ich. Weiß ich nicht. Lass mal nach da hinten und dann schön hier weiter. Also da... Das Ding. Und ich glaube, da war... War da irgendwas? Nö. Gut. Ja, dann mal runtergehen. Und was ist hier? Ach, ein Riddler-Scheißdreck los. Und eine geheime Tür. Ah, und ich denke mal, da war ich doch schon. Warum bin ich denn jetzt wieder hier? Na, was ist jetzt da? Ich sagte, ich würde zu. Ja, nee, das ist mein böser Bruder. Ganz schön gedauert. Zuerst herrschte völliges Chaos. Ach was. Dann kamen Jokers Männer her und haben ein Lager errichtet. Ein Lager? Ich habe mich versteckt, so wie du es gesagt hattest. Du versteckst dich aber nicht gut eigentlich. Da waren Wachen. Du weißt schon, die Typen, die für Strange arbeiten, sie kamen her und haben angefangen, jeden umzubringen. Yeah, Bluffbad. Es war ein Blutbad. Anscheinend versucht Strange, seine Spuren zu verwischen. Mit Blut. Sie scheinen sich gut zu verstecken, Doktor. Weiter so. Sie kniet neben der offenen Stelle in der Mauer und schaut raus. Das ist nicht sehr, Ding. Boah, nee, oder? Also Leute. Das höre ich doch gar nicht, sowas. Jetzt muss ich jetzt taktisch geschickt vorgehen und ich darf auf keinen Fall irgendwas Blödes machen, wie zum Beispiel das hier, was ich gerade mache.